Moin Moin Krautianer und herzlich willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Die Anti-Air-Mechanik der verschiedenen Flugzeugträger im Spiel, allgemein der ganzen Schiffe, wird wohl überarbeitet. Das Ganze ist ein geschlossener Test, sprich, es wird nur erstmal geschaut, ob das Ganze überhaupt so umsetzbar ist und ob es in Zukunft vielleicht denn auch richtig auf den Live-Server kommen wird und wir dann die Möglichkeit haben, uns gegen Flugzeugträger vielleicht etwas besser zu wehren. Das aktuelle Anti-Air-System ist ja nun wirklich Käse, kann man nicht anders sagen. Ihr steht da manchmal mit 6 Schiffen nebeneinander, da kommt eine Nashimov angeflogen, macht seinen Drop, du schießt nicht einen Flieger ab, hast ein bisschen Damage, irgendeiner schießt vielleicht einmal ab und das war dann der ganze Angriff. So, haben die 8 Schiffe einen Flieger abgeschossen, die Nashimov, die zeigt euren Mittelfinger, fliegt mit den Fliegern zurück, kommt mit dem nächsten Drop innerhalb von 30 Sekunden, steht wieder bei dir, drückt weiter. Das Ganze kannst du projizieren auf andere Schiffe, na klar, bei den anderen, die halt mehrmals abwerfen können, die bleiben länger da, mehr verlieren mehr Flieger etc. oder droppen auch bloß einen Angriff, gehen wieder zurück. Super CVs lasse ich jetzt mal ganz außen vor, die sind ja ein ganz eigenes Level. Das Ganze soll eventuell abgeändert werden. Muss ich aber dazu sagen, alle CV-Änderungen, die schon so angedacht waren, auch mit geschlossenen Tests, ja, viel ist da nicht gekommen in den letzten Jahren. Wir müssen, was ist gekommen, die Anti-U-Boot-Bewaffnung, die automatische, das kam natürlich, um das CV-Gameplay noch zu erleichtern. War noch nicht leicht genug, nein. Und was sie gar nicht gebracht haben, was ich sehr schade finde, ist das überarbeitete Spotting-System. Wir hatten mal vorgenommen, die Kraft des CVs, was das Spotten angeht, extrem, wirklich extrem zu reduzieren, was den CV insgesamt mehr gebalanced hätte. Dass er dann auch wirklich, so wie andere Schiffe, ein bisschen umher, vielleicht teilweise ein bisschen was spottet und dann auch angreift. Okay, ne, dass man da irgendwie, weil gerade ist es ja so, er fliegt unten einmal rum und hat alle 12 Schiffe gespottet. Vielleicht mal ein DD nicht oder der CV, der schon am Kartenrand steht. Vielleicht den mal nicht, aber im Großen und Ganzen kann ein CV, wenn er möchte, innerhalb von Sekunden, wirklich am Anfang einer Runde auch, das ganze Team aufdecken. Das ist halt super nervig, gerade wenn dein CV das denn nicht macht. Gegner wissen genau, wo, wer, wie, wo lang fährt. Und dein CV, der greift auf A1 irgendwie irgendwas an oder fliegt dahin, um von da aus zu starten. Auf jeden Fall, das kam zum Beispiel nicht. Und nun ja, bei den CV-Änderungen, da sind sie wahrscheinlich eh vorsichtig, weil die Klasse ist eh schon so unbeliebt. Machen sie sie jetzt zu schlecht, zu schwach, wird so keiner mehr spielen. Ist einfach so. Seit sie es überarbeitet haben, ist es natürlich arcade-lastiger geworden. Früher, das heißt, CV-Gameplay war ja anders. Aber jetzt gerade ist es sehr arcade-lastig, sehr, sehr minispiel-lastig, wenn du so willst. Angriff im richtigen Moment. Klick! Yeah, der Angriff ist gestartet. Was anderes ist das ja eigentlich nicht. Relativ einfach und, nun ja, aber zu perfektionieren ist halt ultra schwer, ne? Die Luft zwischen guten CV-Fahrern und schlechten sind halt gewaltig. So, nur mal zurück zum Thema. Anti-Air, sprich unsere Flak, ne, wo ich immer so schön Flak, Flak, Flak und O drücke und versuche die Flugzeuge vom Himmel zu pusten. Derzeit ist das eher ein Krampf. Wenn du Flugzeuge abschießt, sind meistens die nicht relevant sind. Derzeit, wenn die Angriffe kommen, hast du immer das ganze Geschwader, was da kommt, da schießt du mal was ab, der Angriff geht trotzdem komplett durch. Das Ganze soll jetzt unterteilt werden in einmal die Angriffsgruppe, der kleine Trupp, der angreift. Wenn 4 Torpedos abgeworfen werden, gehen 4 Flieger runter. Und die andere Truppe, die oben bleibt, das ist eure Reserve so gesehen. Also so habe ich das jetzt hier verstanden. Sprich, ihr greift an mit euren Fliegern, die werden als eigenes angegriffen. Ihr habt immer noch den Rest, der hinten bleibt, entweder oben weiter rumfliegt oder mitfliegt, aber halt weiter weg. Und die werden nicht mehr einfach nachgefüllt und du machst immer deinen vollen Angriff. Bedeutet, wenn du deine 4 Torps oder 6 Torps oder was auch immer, deine Flieger runterjagst Richtung Schiff, du willst das abwerfen, dann kann es passieren, dass aus diesem Angriffsgeschwader einfach mal büp, 2 abgeschossen werden und du hast bloß noch 2, die angreifen. Werden denn nicht einfach aufgefüllt von dem Rest? Aufgefüllt wird deine Staffel nur noch die Angreifende, wenn alle weg sind. Bedeutet, denn sie haben sogar geschrieben, eine gewisse Zeit muss dann vergehen, die anderen kommen angeflogen, kommen dann in diese Angriffsstaffel, die ja nicht mehr existent ist, dann. Also wo sie war, so gesehen, und von da aus kannst du dann weitermachen. Musst aber kurz warten, bis sich das wieder auffüllt. Das heißt, die Angriffe werden deutlich entschärft. In der Theorie. Wie es in der Praxis näher ist, ist so eine Sache. Denn beide Cluster, beide, einmal deine Angriffsklasse, einmal oben deine Reserve, beide können gleichzeitig angegriffen werden. Sie haben schon geschrieben, man kann halt nicht anklicken, was du angreifen willst. Es wird irgendwie berechnet, dass der und hier und dort angegriffen wird. Und das müssen wir versuchen, dann halt in eine Waage zu halten. Und dann kann es passieren, dass du entweder aus dem Angriff welche abknallst oder halt die Reserve, dass davon welche dezimiert werden. Insgesamt klingt es auf jeden Fall nach einem deutlich besseren Flak-System als jetzt hier gerade. Weil egal wie viele Flieger du abschießt, außer du schießt ihm alle ab, einen Angriff kriegt er mindestens immer durch. Das Problem dabei ist, gerade wenn es ein Nashimov und Co. ist, da kommen ja auch mal ganz schnell 5, 6, 7, 8 Torps so auf dich zu, dann weicht er mal aus.
bist du davon aber 3-4 abgeschossen, ist bloß noch 4 Top, sieht schon wieder anders aus. Ne? Er kann oben ja immer noch so ein Riesencluster an Einheiten, an Flugzeugen haben. Also in diese Richtung ist das. Das brauche ich euch jetzt hier nicht alles vorlesen, aber so in diese Richtung geht das Ganze. Sie haben auch geschrieben, sie wollen das denn umändern, wenn man F-Taste gedrückt hält. Mit F, da holt sie ja derzeit die Flieger zurück. Kann man sogar gerne nur die angreifende Staffel zurückholen, dass der Rest denn noch da ist, mit dem du weiterfliegen kannst. Klingt an sich ganz interessant. So, was hatten sie hier noch? Genau, der Rest wird dann, dass der Rest angreifen kann, wenn deine Flugzeuge alle tot sind, dass der Rest dann kommt, aber es dauert dann halt eine gewisse Zeit, bis die dann aktiv sind, bis du mit denen dann angreifen kannst. Zielauswahl bleibt noch einige Zeit nach dem Verlassen der Luftverteidigungszone in Kraft. Alles klar. Weiß, wenn er kurz rausfliegt aus dem Flakbereich, wieder umdreht, wieder reinfliegt, dann werden immer noch die gleichen Flieger, die eh schon halbwegs down sind, beschossen. Dass nicht der Targetwechsel ist und du wieder einen vollen Flieger dann beschießt. Klingt an sich ganz interessant. Die angreifende Gruppe wird nur damit neuen Flugzeugen aus dem Geschwader gefüllt, wenn keine Flugzeuge mehr da sind. Das dürfte den kompletten Angriff des CVs den Wegsen auch mal ein bisschen entschärfen. Derzeit ist es ja, wie gesagt, so, ein Angriff kriegt das Safe immer irgendwie durch. Ne? Außer er fliegt jetzt hier in 2 Hallands rein und in Minotau und sonst was alles. Aber ich meine jetzt eher die anderen Situationen. Das heißt, wenn ich da mit meinem Kurfürsten mal wieder alleine irgendwo rumpimmel, weil der Team hinten bei A10 sich verkrochen hat, greift er mich an. Im Optimalfall gehen bei ihm, sag ich mal, 6 Torps raus. Mein Kurfürst schafft es irgendwie 2 Flieger abzuschießen, kommen bloß noch 4 Torps hin auf mich zu. Kann ich eventuell dann ausweichen. Klingt an sich nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Umsetzung ist es dann. Ich meine, Flak denn doch komplett bloß auf die Reserve und doch nicht auf den angreifenden Trupp. Man müsste halt wählen können. Dürfte ich aber wählen, dann würde ich natürlich nur den angreifenden Trupp nehmen. Das Problem dabei ist denn, ja, kriegt er wahrscheinlich gar nichts mehr durch. Die Angriffe sind dann so extrem denn immer runtergeballert, dass dann auch ein Problem. Was hier aber jetzt bedeutet, dass der CV erstmal den angreifenden Truppflieger verliert und halt auch bei dem Reservetrupp. Ich weiß nicht, wie sie es denn aufsplitten wollen in der Übersicht. Bin ich mal gespannt, wie sie es machen wollen. So. Mit einem neuen Parameter, Anti-Air wird mit einem neuen Parameter haben, der die Wahrscheinlichkeit festlegt, dass einem Flugzeug von einer angreifenden Gruppe kontinuierlichen Schaden zugefügt wird. Andernfalls wird der Schaden dem Flugzeug vom Rest des Geschwaders zugefügt. Einen neuen Parameter. Das ist ja nur die Frage, wie stellen sie sich das vor, wie soll das Ganze passieren? Müssen wir natürlich bedenken, ist nur alles Work in Progress, geschlossener Test, soll sowieso erstmal geschaut werden, ob dieser Weg jetzt, was die Flugzeuge angeht, was die Flugzeugträger angeht, sowieso irgendwie eine Lösung. Weil hier gerade sehe ich nichts Positives für den CV, sondern eher tatsächlich nur Negatives. Und dieses System, wie sie sich das angedacht haben hier, könnte ganz schnell dafür sorgen, dass die CVs wirklich gar nicht mehr gespielt werden, weil einfach dann zu schwach, muss ich leider so sagen. Ja. Ich meine, ein guter CV-Spieler, den juckt das nicht, der wird immer noch sein Damage drücken, aber andere, die vielleicht gerade mal so ein bisschen rumfliegen und ein bisschen Schaden machen können und viele Flieger eh schon verlieren, werden hiermit vielleicht noch mehr auf die Fresse kriegen. So, Anti-Air kann entweder ein Flugzeug aus der angreifenden Gruppe oder den Rest angreifen. Es gibt eine Parametereinstellung, mit der die Chance besteht, dass Anti-Air ein Flugzeug aus der angreifenden Gruppe ausführt. Bedeutet, wenn der Resttrupp hinten ist und der angreifende Trupp da, besteht eine Chance mit irgendeinem Parameter, prozentual, was auch immer, dass vorne die weggeknallt werden. Kann sein, dass deine Flak dann zu 25% vorne die Flieger angreift und zu 75% den Rest, damit es nicht zu krass ist. Aber allein, wenn da schon 1-2 Flieger im Angriff mal wegkommen, das kann einen Unterschied machen. Das ist natürlich ein fetter Nerf denn für die Flugzeugträger. So verstehe ich zumindest. So, Schaden an Flugzeugen durch Jäger, Flak, Sofortschaden des Prioritätssektors werden sich nicht ändern. Aha. Okay. Wenn ein Geschwader durch die Luftverteidigung mehrere Schiffe fliegt, wird der gesamte fortlaufende Schaden einem ausgewählten Flugzeug zugefügt. Das wird dann auch nicht aufgeteilt, sondern ein Flieger kriegt das voll ab. Sprich, nach und nach werden die Flieger dann wirklich auch runtergeholt. Ne? Wird nicht auf alle aufgeteilt, sondern einer wird runtergeballert. Sobald er runter ist, abgestürzt, tot. So ist das Ganze hier gedacht. Mal gucken. Ich bin gespannt. Viel mehr steht hier nicht. Die Änderungen sollen die Auswirkungen der Flugabwehr auf die Offensivfähigkeiten von Flugzeugträgern erhöhen und die Auswirkungen von zukünftigen Angriffen auf aktuelle verlagern. Auswirkungen von zukünftigen Angriffen auf aktuelle verlagern. Okay, ja, das ist schon mal gut. Wir sprechen jetzt hier nicht von, soll negativ beeinflussen. Na gut, Flugabwehr auf die Offensivfähigkeiten von Flugzeugträgern. Soll halt, sie haben es extra so geschrieben, dass nicht die Flugzeugträger in dem Sinne schlechter, sondern alle anderen haben denn mehr Chancen gegen Rückträgen. Sehr schön politisch entspannt ausgedrückt. Ne? Wenn jetzt hier geschrieben, die Offensivfähigkeiten des Flugzeugträgers wäre denn stark geschwächt, damit die anderen überhaupt mal hier noch eine Chance haben, den wäre wahrscheinlich gleich wieder Polen offen.
bei den Flugzeugträgerkapitänen. Also so oder so, ganz interessant. Wie gesagt, geschlossener Test. Braucht ihr noch nicht viel drauf geben. Ihr braucht nicht hoffen. Ihr braucht uns auch nicht fragen, alle drei Tage, wann das jetzt kommt. Wie gesagt, die Radioüberwachung hier, die nicht Radioüberwachung, die... Na, das Spotting vom CV wurde nie überarbeitet. War eine sehr gut angedachte Idee, dass der CV mehr für sich spielt, gar nicht mehr nur fürs Team und alles dauerhaft spottet. Das hätte die ganzen Runden, wo ein CV drin ist, deutlich, deutlich entspannter werden lassen. Weil ganz ehrlich, 4 DDs, 2 U-Boote, 2 CVs im Mannschrund ist schon so anstrengend genug. Da brauche ich nicht noch einen CV, der dauerhaft über einen rüberfliegt und dich fürs gesamte Team spottet. Und schlimm genug mit den ganzen DDs da vor dir. Würde, hätte dann rein theoretisch auch das DD-Leben wieder ins Positive oder besser gesagt erleichtert, was vielen, glaube ich, auch geholfen hätte. Derzeit ist es ja wirklich so, 5 versus 5 DDs pro Seite. Ein Team verliert immer sofort 3-4 DDs innerhalb der ersten. Ist ja leider wirklich so. Meine Freunde, das waren die Änderungen an der Anti-Air-Mechanik. Ich bin gespannt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns schon bald wieder. Lieber Team Krado, bewerten, wenn euch das Projekt hier gefällt. Vergesst